zieh dich hoch. Und da sind wir angekommen. Oh, Baumstämme. Natürlich auch eine Möglichkeit. Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Jawoll. Sein Heer ist versprengt. Ja. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz. Eure Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden, direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch! Ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Euretwegen. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ein kleines Messer. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Wenn man das schräg einsteckt, dann kann man das noch überleben. Das sah nicht so aus. Naja, schade, das Spiel ist schon vorbei. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ja, laber du mal. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon ein, zwei Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Ich werde das nach Möglichkeit auch tagweise spielen. Also ein Spieltag, so in einer Session. Aber es wird mir beileibe nicht möglich sein. Ich werde nämlich versuchen, alle Missionen zu machen, nicht alle Fahnen zu finden. Aber daher könnt ihr absehen, oder bin ich mir relativ sicher, da wir jetzt schon wieder draußen aus dem Animus, dass es bald ausgeht. Oh, ist das schnell, sonst war der immer so langsam mit vielen Frames und so. Ja, ich habe meine Framezahl verdoppelt. Ich will den Schrank öffnen, was da drin? Kann ich sogar. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Kann ich nicht. Was sagt ihr hier so? Aha. Das ist ja nicht, wenn Sie von den Gefangenen meine Autorität in Frage stellen. Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Mord. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verhätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld.
dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. War doch bisher ganz interessant. Die Zahl oben links, falls ihr die vielleicht schon mal bemerkt habt, das ist die Zahl der Frames, die ich irgendwie zwischen den Schnitten oder so mal hatte. Kann ich hier raus? Ja, kann ich. What's up, Guy? Ich will da rein. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Nö. Lucy, ich will noch mit dir reden. Wie geht's dir denn so? Macht's Spaß, hier anderer Leute Gedächtnis rumzufummeln? Lucy, sag doch was. Mensch. Da möchte ich auch gerne mal hin. Da weiß ich, da kommt man am zweiten hin. Ich kann mit dir agieren. Interagieren. Also sind Sie wirklich ein Assassine? So wie Altair? Ja und nein. Wie bitte? Ich sollte einer werden. Aber ich floh von der Farm, als ich 16 war. Farm? Ja, so hieß der Ort, an dem ich aufwuchs. Die Farm. Wie Masyaf, nur nicht ganz so unheimlich. Eine kleine Gemeinde irgendwo in der Mitte vom Nirgendwo. Ungefähr 30 von uns. Nicht polizeilich. Also direkt in meiner Nachbarschaft. Warum? Ich hielt meine Eltern für ein paar verrückte Hippies. Mein Vater redete ständig von unseren Feinden, wie sie nach uns suchten, wie wir uns auf sie vorbereiten müssten. Aber es kam niemand, nie passierte etwas. Warum flohen Sie? Nie konnte ich das Gelände verlassen. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, gefangen zu sein? Wenn da draußen eine Welt ist, die man nie sehen wird? Vermissen Sie Ihre Eltern? Nein, für mich waren das nicht meine Eltern. Sie waren meine Wächter und ich ihr Gefangener. Klingt, als wollten Sie sie nur beschützen. Nach allem, was passiert ist? Ich weiß nicht. Vielleicht hatten Sie recht. Sorry, ich wollte keine alten Wunden aufreißen. Schon gut. Das gibt mir was zum Nachdenken. Versuchen Sie etwas zu schlafen. Wir haben morgen einen langen Tag vor uns. Ja, ich möchte trotzdem noch mit dir reden. Geht das? Zuerst habe ich noch eine kurze Frage. Ja. Wie haben die mich gefunden? Ich meine, ich war seit 10 Jahren nicht mehr in der Nähe eines Assassinen. Den Namen benutzt? Nein, vor heute noch nie. Plastikgeld? Nur Bargeld. Telefon? Wen sollte ich anrufen? Führerschein? Motorrad. Das war's wohl. Das ist die Antwort. Foto, Fingerabdrücke. Das ist ein Pharmakonzern. Was hat Abstergo mit der Führerscheinstelle zu tun? Desmond, diese Typen sind überall. Sie... tut mir leid, ich kann nicht darüber reden. Den coolen Kugelschreiber möchte ich auch gerne haben. Da hat sich gerade eben die Tür geöffnet. Gar nicht müde? Okay, das ist noch so einer dieser anderen Sachen. Wollen wir da mal reingehen? Oh. Rot geschlossen. Liebige Taste drücken, um zu interagieren. Schriftzeichen. Der nächste Morgen. Boah. Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ja. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Ja, wenn du meinst. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Oh, um einen etwas handgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Ja, sag mal, es die Leber rausschneiden. Es gibt keine Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung.
Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Massenkontrolle. Medien. Beispielsweise wie Google, YouTube, ARD, ZDF, was man sonst noch alles so bei den Deutschen hat. Beispielsweise. Ja, endlich mal wieder in den Körper von Altair. Das sogar mit ordentlich Frames. Gedächtnisabschnitt 2. Fortsetzung. Wieder so ein langer Text, das weiß ich auch noch. Wählen Sie im Kampf keine die verborgene Sache. Klinge um eine. Überhaupt nichts, aber eine kurze ich Ladezeit. Lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Hast du doch schon. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. So zur allgemeinen Belustigung. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. Boah. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch einzuwaschen. Ich krieg meinen und euch den Umhang. Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich, also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Genau. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Kann ich hier so runterspringen? Nö. Ich kann aber doch hier hinspringen. Auch nicht. Ist das für ein blödes Geländer? Keine Konterkills mehr. Fallen lassen. Fallen lassen. Arsch, ich habe ja nur noch 4 Synchron-Dings. Balance wieder erlangen. Ich weiß, dass es anders heißt. Gibt hier mal Leute, die meinen, wir könnten kein Deutsch. Oder Englisch, Französisch. Kann ich eh alles nicht. Außer Deutsch. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, genau. Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Nein, lass mich durch. Zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert Nein. das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. So funktioniert das Spiel nicht. Ha, sie denkt, es wäre ein Spiel.
Jetzt lege ich mich nicht mit euch an, vielleicht später irgendwann mal in irgendwelchen großen tollen Special-Teils, wo ich eigentlich nur am Rumlaufen und am Assassinen bin. Ja, Assassinen ist auch ein Verb. Ach, hier unten auf unserer Minimap sehen wir das auch. Oh, ich kann die auch mal mit M nicht aufrufen. Schade. Ich kann auch gar nicht mehr rempeln. Och, komm. Zeige ich euch mal, wie man sonst immer abhauen muss. Nach dem Motto ungesehen sein.